Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Prost Spielen und leck mich doch am Zückerli. Was ist das für ein Aufwand, diese Folge aufzunehmen? Es ist mein 10. Versuch. Es werden tatsächlich 2 Folgen davon auch auf meinen Zweitkanal kommen, weil viele davon waren tatsächlich gut. Aber das Problem ist, dieser Pick ist insane von dem, was ich dazu sagen will. Twisted Fate Midlane gibt mir ein Gefühl, was ich super lange nicht mehr hatte. Ich werde Twisted Fate Midlane auf jeden Fall auch auf meinem Main spielen. Ich habe jetzt 10 Games auf meinen Smurf gemacht. Es ist super variabel, es macht super viel Spaß und du musst auf Dinge achten, auf die du sonst nicht achten musst. Wir werden in dieser Folge beantworten. Erstens, warum man überhaupt AD Twisted Fate Midlane spielt. Und zweitens, warum es besser als AP ist oder wo die Unterschiede sind. Drittens, was man an Itembuilds tatsächlich als Variation hat. Nee, ich stehe daneben mit einer Stunkkarte, hier greift keiner meinen Buddy an. Wunderbar, ist rausgekommen. Und natürlich auch die Frage beantworten, ob Solo ein mega krasser Trendsetter war oder halt eben nicht. Erstmal vorweg, das Ganze beruht auf einem jungen Mann, der in der Wildcard-Region NA, Grüße gehen raus, Rang 1 damit geworden ist, mit einem AD Twisted Fate, wie er es selber genannt hat. Fakt ist, er spielt eigentlich ein Trinity Force Twisted Fate und bezeichnet das als AD Twisted Fate, denn tatsächlich nach dem Trinity Force ist er sehr variabel in seiner Auslegung. Darüber werden wir später allerdings sprechen, wenn es soweit ist. Runenmäßig gehen wir hier für Klepto. Ich gehe hier, weil ich nicht genau wusste, ob das jetzt wirklich ein Midlane-Guardian wird, wird es tatsächlich. Für Unflinching finde ich stärker, der junge Mann aus dem Red Post geht tatsächlich in den meisten Fällen für Overgrowth, finde ich persönlich relativ weak und finde Unflinching ja generell underrated. Der ein oder andere, der meine Videos öfter guckt, wird sich daran erinnern, dass ich fast immer versuche, einen Case zu schaffen dafür, dass diese Rune tatsächlich ziemlich, ziemlich gut ist. Was hier passiert auf den Early Level ist natürlich, ich versuche einfach zu last hitten. Normalerweise ist die allererste Karte, die du schmeißt, immer eine Red Card. Ich habe hier witzigerweise mit einer Blue Card angefangen gehabt. Ich weiß auch nicht genau, warum. Manchmal hat man kleinere Brainlegs. Wir haben Kleptomancy ansonsten dabei. Das ist die beste Rune. Free Boots selbstverständlich ebenfalls sehr gut. Wir wollen einfach alles, was uns irgendwas for free gibt, damit wir schneller an dem Punkt angekommen sind, wo wir unser Trinity Force haben. Denn Twisted Fate im Early Game ist weak. Ihr solltet Twisted Fate Midlane nicht picken, wenn ihr tatsächlich auf Level 2 den Gegner schon killen wollt. Generell ist auch diese Klepto-Stack sitzbar cool, aber ihr solltet immer aufpassen, dass ihr dafür keine CS misst, denn CS missen ist einfach super, super bad, denn das komplette Bild liegt einfach darauf, dass ihr Gold maximiert und klar, ein Klepto-Pock ist cool, weil es gibt euch 5 Gold und potenziell auch ein bisschen mehr, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, wenn ihr einen Minion misst, allerdings einen Klepto-Stack bekommt, da einen Gewinn macht, ist super gering. Der Damage im Early Game beruht quasi ausschließlich auf dem Q-Spell, also da unterscheidet es sich nicht von normalen Twisted Fate. Ich nehme hier übrigens gerade einen recht interessanten Recall. Das liegt daran, dass ich habe mir das angewöhnt, auf Twisted Fate das öfter zu machen. Normalerweise würde ich hier immer Darkseid gehen. Ihr geht niemals Darkseid, weil die komplette Idee ist, ihr wollt diesen Triforce rushen. Und ab dem Moment, wo ich Triforce rush, bis hier entdeckt ihr euch, ja, wird Triforce. Dann habe ich gleich Triforce, also gleich bald Triforce. Und dann denkt ihr euch einfach nur, oh mein Gott, was ist das für ein Damage. Es ist insane. Ihr seid quasi. Ich vergleiche es ganz gerne mit Kassadin früher, wo man auch immer gesagt hat, ja, du bist halt Carpador und irgendwann wirst du krass. Mit dem Unterschied, dass du halt krass wirst beim fucking Trinity Force und nicht erst bei, naja, super, super viel, viel später. Ich würde das eigentlich ganz gerne chasen. Was allerdings natürlich hier gar nicht so einfach ist. Oh mein Gott, ich habe gar keinen Ignite dabei. Ich bin da über die Wand geflasht, um zu cleansen. Das macht man halt schon mal, ne? Trotzdem natürlich jetzt die nächste Stunt-Karte into den nächsten Kill. Wunderbar. There we go. Ja, Flash über die Wand, um einen Gegner anzuklänzen, ist jetzt nicht unbedingt das, was ihr machen sollte, ne? Da will ich gar nicht groß drum herum reden. Da habe ich ein bisschen gedirbt. Oh mein Gott, hat jetzt keiner von uns das Ken-Minion genommen? Na gut. Okay, wir nehmen scheinbar ja noch ein Turret Plating. Ich wüsste nicht, warum man das bei Minute 4 forcen sollte. Das kostet super viel Zeit. Naja, trotzdem natürlich Double Buff, alles super nice. Ich werde jetzt auf jeden Fall gegankt werden. Wahrscheinlich sogar heavily, weil die Gegner wahrscheinlich relativ
genervt davon sind, was hier gerade passiert ist. Trotzdem, in diesen Early Fights habt ihr als TF nicht super viel zu bieten. Das, was ihr im Endeffekt macht, ist einfach, ihr schmeißt Stun-Karten rein und hofft, dass der Gegner auf irgendeine Art und Weise davon getroffen wird. Ansonsten mit Ignite könnt ihr eben im Early Game ein bisschen mehr machen. Ich empfehle Ignite auch prinzipiell. Ich habe relativ viel rumgetestet mit Teleport, weil ich dachte, ja, Teleport ist doch cooler. Kann später auf der Sidelane natürlich dann auch noch hingehen. Du kannst teleporten und das ist voll cool. Ja, die Problematik ist, dass das natürlich stimmt und cool klingt, aber das ist, da kann ich leider gar nichts viel machen. Ich kann den Ward cleanen, das ist noch das Beste, was hier drin ist. Sorry, Buddy. Da kann ich... Wie? Wie der wirklich, dass ich da reingehe? Achso. Na gut, okay. Ah, ich glaube, ich muss hier noch eine Wave pushen. Erstmal wieder der Easy Hit drauf, ne? Der spielt hier übrigens for some reason kein Aftershock, sondern Electrocute. Weil ich den Zeitang ja auch gespielt habe, also was tatsächlich nicht so wirklich gut ist. Ich werde hier die Wave noch reinpushen, danach werde ich mich auf den Weg machen in die Base. Und wir kommen damit natürlich auch unseren Items immer näher. Versucht ab und zu einfach mal so eine Karte zu treffen. Einfach um es zu üben. Generell wollt ihr diese Pots, ich habe eben einen Mana-Pot eingesetzt, wollt ihr nicht einsetzen. Gerade wenn ihr einen Blue-Buff habt, ist das natürlich relativ wasted. Wir beginnen immer mit Phage. Gerade den Ruby Crystal ist super wichtig. Hier habe ich allerdings die Möglichkeit für Schien zu gehen und dann tue ich das, wenn ich zumindest den Ruby Crystal habe. Viel von dem, was ich hier sage und viel, auf das ich mich beziehe, ist tatsächlich auch aus diesem Reddit-Post entstanden, wo dieser Typ in der Wildcard-Region Platz 1 bekommen hat. Sehr, sehr guter Beitrag. Lest ihn euch gerne durch, wenn ihr das nicht von mir vorgekaut haben wollt, sondern euch da selber auch die Meinung bilden wollt. Ich agree mit fast allem, was er sagt. Es klingt durchweg smart und ich finde es sehr cool, dass jemand so einen uniken Spielstil entwickelt hat. Was jetzt hier ab diesem Moment passiert, ist, dass wir uns auf einmal Gedanken machen müssen über Dinge, über die wir uns wahrscheinlich als Midlaner länger nicht mehr Gedanken gemacht haben, es sei denn, ihr seid Naurede und Solman und dann bitte geht einfach. Nämlich darüber, was ist die Win-Condition von uns, was ist die Win-Condition von Gegner und wie können wir das embracen? Aus meiner Sicht ist es hier, ja, nicht super simpel. Ah, ich werde hier wieder raus. Tatsächlich, weil ich ja auch gegen den Galio Midlane spiele. Aber das, was ihr im Endeffekt immer machen wollt, ist ganz bewusst überlegen, wofür wir ihr gehen wollt. Also für welche Lane wollt ihr ganken? Und der Clou, und das wird in diesem Video öfter vorkommen, ist, dass es gibt immer zwei Dinge, die ihr beachten müsst. Einerseits euer Team, andererseits Gegnerteam. Das heißt, hier ist es so, ich habe auf meiner Seite eine Vayne. Ich will immer um eine Vayne rumspielen. Eine Vayne ist sehr, sehr gut später. Aber es geht auch darum, was ist die Win-Condition des Gegners. Das heißt, wenn die Gegner hier einen Trainer mehr Top-Lane hätten, der tatsächlich, sage ich mal, ein Game solo gewinnen kann, und ich eine Vayne Bot-Lane, dann sollte ich wahrscheinlich trotzdem für den Trainer mehr gehen. Gerade wenn die Vayne in irgendeiner Art und Weise eh schon relativ gut klarkommt. Dive. Ich würde super gerne hier für einen Dive gehen. Ich werde ja auch einfach zu Fuß hinmarschieren. Kann ja gar nichts. Ah, okay. Vayne hat auf jeden Fall schon mal einen guten E durchgebracht. Das ist etwas, was ich bei Twisted Fate nochmal ganz, ganz neu gelernt habe. Ich dachte, ich habe die Turret Akku. Na, dann hätte ich mir mein Cleanse auf jeden Fall sparen können, dadurch, dass ich das nicht hatte. Oh, und dadurch haben wir jetzt hier unten reingepusht. Also das, was ich ganz neu gelernt habe, ist quasi der Umgang damit, wie ich meine globalen Fähigkeiten benutze. Gerade in der Zeit, wo ich auch noch für Teleport gegangen bin. Normalerweise wäre ich da immer mit der Ultimate unten reingerannt, aber das spiele ich gar nicht mehr so, weil das aus meiner Sicht gar nicht so effektiv ist. Sondern was ich stattdessen eben machen will, ist, ich will meine Ultimate nutzen, um im Zweifelsfall wieder zur Lane kommen zu können, wenn es sich eben anbietet. Weiß jetzt nicht, warum der Lee meine Waveforce pusht. Sehr schade, die hat er eigentlich sehr gut gefreezed. Ah, nevermind, Galio ist auch tot. Das ist wahrscheinlich fein. Where's TF? Wahrscheinlich, generell muss ich sagen, ist mir in den letzten Games, die ich jetzt mit TF hatte, aufgefallen, dass ich ein bisschen mehr pingen sollte. Ja. Alter, wie kann man denn so anstrengend sein? Ich meine, so wird man doch nicht geboren. Oh, what? Als ob das nicht Range ist. Sauerei. Ja, dadurch, dass ich in dem Moment Freizeit hatte, konnte ich halt einfach hochlaufen. Ich kann gucken, ob der Tahmkench da vielleicht overstayed, kann er was machen. Ich kann natürlich auch die Wave farmen, aber der Garen ist dem Magic Breakdown extremst nah. Dafür, dass es ein Garen-Spieler ist, also ich bin ja auch
ein begeisterter Garen-Spieler tatsächlich, finde ich das fast schon ein bisschen affig. Also gerade auf Garen, finde ich, kann man sehr chillen. Ich habe den Kekse hier nicht verkauft, hätte es allerdings wahrscheinlich tun sollen, um Pinkwort zu holen. Ich hatte allerdings, glaube ich, nur einen in dem Moment. Ich glaube, ich hatte gar... Ah, not sure. Aber zumindest solltet ihr das immer machen. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall von mir noch als Tipp bekommen werdet, ist, kommt wieder unten raus. Ich gehe hier für den Push. Hätte das auch wieder pingen müssen, ne? Ich bin ein bisschen, was Map Awareness angeht, muss ich sagen, fällt es mir ein bisschen schwer, während dieser Aufnahmen hier das alles immer 100% richtig auch noch durchzugeben an mein Team. Aber ist natürlich trotzdem super wichtig. Ich habe keinen Cleanse. Oh, dann muss ich hier tatsächlich ein bisschen weiter raus, als ich dachte. Was geht ab, Bro? Alles gut? Und jetzt habe ich halt Triforce. Oh mein Gott, ich habe den Kugel gemisst. Oh. Wenn ich den nicht misse, dann haben wir hier extrem gute Möglichkeiten, den Fight komplett zu nehmen. Okay. Die Blue Card ist natürlich komplett garbage gewesen. Aber ich sollte trotzdem in der Lage sein, beide zu töten. Oh, was für ein Flash. Oh. Eieiei. Das war giga terrible. Der komplette Fight von mir war trash. Ha! Weißt du, das Spiel schon extra so viele Games auf diesen Champion, damit genau sowas nicht passiert, bevor ich hier die Aufnahme mache und dann kacke ich komplett rein. Plus, es ist auch noch genau auf meinen Triforce Power Spike. Also gerade sollte ich auch noch besonders stark sein und das, was ich mache, ist, ich inte komplett hart. Ja, super Bad von mir. Sorry, dass ihr das ertragen musstet. Das war überhaupt nichts. Da hat man jetzt leider auch den Triforce Power Spike nicht so krass gesehen, weil ich halt einfach wieder letzte Bänge gespielt habe. Was ich trotzdem machen kann, ist Greeden. Ne? Ich könnte wahrscheinlich trotzdem... Ach, schade. Naja, jetzt habe ich den... Also, ich hatte in dem Moment noch Phage und Sheen Power Spike, aber der ist auch schon sehr, 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 sehr stark. Gegnerteam hat eine recht witzige Combo und ich gehe hier für eine Sache, für die ich relativ gerne gehe. Nämlich, ich gehe für einen, für Dreierboots. Es klingt ein bisschen absurd, aber gerade wenn ich Cleanse gehe, was ich halt nur gegen Heavy CC gehe, finde ich das immer sehr, sehr stark. Ich bin leider noch nicht in Range. Das heißt, die sollten wahrscheinlich im Best Case ein bisschen aufpassen. Kann jetzt allerdings einfach rein. Da sollte es kaum Möglichkeiten geben, wegzukommen. Ich glaub, hatte das Gefühl, dass ich auch hier wieder den Q gemisst habe. Die Blue Card ist auch terrible. Holy shit, ey, spiel ich den Animal. Aber es ist fein. Die weitere Blue Card ist natürlich jetzt Style Points mäßig komplett am Start. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werd ihn hier aushungern. Ah, wobei, ist ein bisschen ballsy ist es, ne? Weil Nunu da unterwegs ist. But actually should be fine. Ich glaube nicht, dass der Geile was gegen mich machen kann. Aber wenn er reingeht, gehe ich für Cleanse. Aber auf jeden Fall den Kill. Die Anzahl der Blue Cards ist so terrible. Trotzdem natürlich hier auch wieder die Möglichkeit, mit extrem viel Movement, extrem viel Nutzen zu haben. Generell immer das Ding, ich habe mit TF so oft das Gefühl, dass ich Fights turnen kann, die normalerweise eher schlecht sind. Mache jetzt hier sehr wenig Auto-Attacks, weil ich einfach Angst habe. Muss jetzt wieder für einen Sidestep gehen, ansonsten sterbe ich hier womöglich. Ich denke, damit müssen wir uns hier fürs Erste begnügen. Na gut. Ich werde hier auf jeden Fall rausgehen. Das soll genug sein. Ja, schade. Super viele Blue Cards. Super viele Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass nicht ganz optimal ist. Aber lass uns mal wieder ein bisschen darauf zurückkommen, worum es hier natürlich hauptsächlich gehen sollte. Nämlich, was macht diesen Pick aus? Warum geht man für AD und nicht für AP? Der Grundgedanke dahinter ist, dass du bei AP zwar auf Loons einen guten Power Spike hast, dass du allerdings danach mit jedem Item nur noch kleinere Power Spikes bekommst und bei AD jedes Item, was du baust, unglaublich stark ist. Ich hätte hier für ein Wits End gehen können. Ich kann für ein Rapid Fire Cannon gehen, wofür ich hier auch tatsächlich gehe, um einfach die Range gegen den Galio hochhalten zu können, weil er sonst mich jedes Mal mit dem E danach engagen kann, wenn ich versuche, für ein Play zu gehen. Und dadurch hast du extremst gute Möglichkeiten, für Catches zu gehen. Außerdem kannst du natürlich sagen, hey, weißt du was, ich gehe hier nochmal, ich gehe noch kreativer an die ganze Sache ran. Okay, ich muss kurz eine Gold Card picken. Aber ich werde dafür jetzt... Ich habe die Dreierboots, das heißt, der Slow ist ein bisschen geringer, als er normalerweise ist. Das heißt, sollte eigentlich fein sein. Plus, Aftershock nicht geprockt worden. Ich kann die halt komplett austanzen, dadurch, dass ich so viel Movement Speed habe.
Ah, Slow Cut ist gar nicht so bad in dem Moment. Jetzt brauche ich auf jeden Fall wieder eine Stun-Karte. Damage ist im Haus. Hat die überhaupt kein Damage, Daddy, oder was? Oder hat er einfach nur keine Eier? Ich versuche jetzt hier wieder mit den, Na? Oh! Ah! Wenn ich da die eine Stun-Karte nehme, dann ist es wahrscheinlich fein. Ah, da ich da für die Red Card gehe, ist nicht so gut. Super viele falsche Karten leider in dem Game. Und leider auch nicht so... Nicht das Gefühl, dass ich all das sagen kann, was ich sagen will. Ich würde tatsächlich das dritte Video für den Zweitkanal, Leute. Aber ich meine, so kriegt der Zweitkanal halt auch gut Content, ne? So schwer. Also ich will in dieser Aufnahme so viel sagen, aber es ist so schwer, alles reinzufassen, weil ich ja auch die Fights und sowas spielen muss, ne? Es ist halt schon tricky. Ich weiß eh nicht, inwieweit ein Galio Midlane auch ein guter Vergleichswert ist hier. Jetzt sollte ich auf jeden Fall nehmen. So, ich glaube, ich gehe nochmal gegen den Tamp Kenstau hoch. Einfach weil ich glaube, dass an sich ist es ein sehr, sehr gutes Training, gegen den zu fighten. Weil quasi alles darauf ankommt, ob ich einen Sidestep oder nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass er mich da... Selbst im One vs. One hätte mich da nicht einfach fressen killen können. So. Dafür hat er in der Phase einfach noch nicht den Damage. Oder nicht mehr den Damage wahrscheinlich eher, weil der Damage kommt auch nie wieder. Was sagen die? Das sind wirklich viele Skillshots, die hier eher Pseudo sind von mir. Hier spiele ich halt jetzt eben genau die Range aus. Oh, really? Dass ich das nicht sidesteppen kann, ist so dumm. Also ich gehe ja für Cleanse und ich move instant, dass sie mich trotzdem trifft, ist einfach... Bah. 110 rausbekommen, das ist lecker. Wahrscheinlich würde ich jetzt trotzdem noch für den Wild's End gehen, ne? Relativ viel Magic Damage. Dann kann der Galio mich nie wieder killen. Das Game ist so strong. Das Game ist halt Giga One. Die Gegner haben halt eine Reihe an Supporter gepickt, die halt einfach... Die haben ja auch keinen Damage. Okay. Das Gegner-Team ist auf jeden Fall sehr entspannt. Ich muss sagen, Grenz ist in solchen Games immer mega strong. Also ich würde es euch echt empfehlen. Ich überlege generell, könnt ihr mir übrigens mal gerne Feedback geben, wie das ist, wenn es mehrere Games zum selben Champion gibt. Das ist hier so ein bisschen auch die... Gibt natürlich auch eine gewisse Weise die Learning Experience wieder. Was ja der ein oder andere eh schon immer mal wieder gefordert hatte. Ja. I'm pretty dead. Fucking hell. Ist natürlich sehr boise, dass ich da reingehe. Der Ezreal war Gott sei Dank im Moment noch am Flame. Sonst wäre ich sofort gestorben. Ah, das ist auch nicht worth, weil ich einen 400er... Ach nee, ich gebe gar nicht einen 400er Shutdown. Warum gebe ich denn keinen Shutdown? Weil ich keine Farm habe, ne? Lol. Oh mein Gott. Schön. Das war solid. Und genauso hat Post halt in dem Moment auch. Wenn ihr gegen sowas wie Tam Kentrip jetzt Probleme kriegt, dann geht für Blade of the Rune King. Blade ist actually ziemlich strong, wenn ihr solche Tanks faced und sie nicht handeln könnt. Ihr habt 5000 fucking Gold.
Dachte wahrscheinlich auch, dass das Game einfach over ist. Ah, ich würde mal der da oben helfen. Da kommen nicht richtig viele. Ach, really? So viel Movement Speed, ey. Boah, war das schon wieder bad, was die Karten angeht, ey. Aber an sich natürlich trotzdem wieder ein solid Game, ne? Schreibt gerne mal, ob ich so, ob ihr mehr Aufnahmen zu einem Champion haben wollt, weil dann bekommt ihr sie. Ich kann euch auch noch den Damage-Kraft zeigen, das zeige ich sonst hier eher weniger, weil ich irgendwie getiltet bin, ne? Ich hätte nie auch ordern können, ich fand der war solid. Most Damage. Easy going, boys. Haut rein.